Core Gamer Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Wir sind wahrscheinlich vor dem großen Grande Finale. Ich habe gespeichert offscreen und ja, ich habe jetzt seltsame Vermutungen, so was die Dinger hier angeht, weil die Silhouetten kommen mir verdächtig bekannt vor. Sprich, das sind so Sachen, ich denke, da können wir hier optionale Kämpfe freischalten. Das werden wir irgendwann, wenn ich es mal streame, rausfinden. Und ja, offensichtlich scheinen wir jetzt Richtung Endgegner zu laufen, weil im Prinzip haben wir jetzt ja nichts anderes mehr. Aber mal schauen. Ansel? I'm a fool. I spent years studying the workings of the heart. Yet it seems I still haven't learned a thing. What do you mean? The process of encoding hearts is incalculable. The inhabitants of my Twilight Town were data created from real hearts. I was convinced that they would think and behave the way I had envisioned, but I couldn't have been more wrong. A heart is so much more than any system. I saw it when Roxas and Kairi crossed paths. I knew, but I was too stubborn to accept it. It's always the same. I try to wrap my mind around things my heart already knows, only to fail. While I was trying to bring Sora back, I had so many plans in store. But once Sora was an acting force, they fell apart. All my research amounted to nothing compared with that one boy's heart. Ansem, I'm ashamed! All the more proof that hearts cannot be contained by data. Run, my friend! It's going to self-destruct, and anything could happen. What? Your Majesty! Sora, the rest is up to you. And Roxas, I doubt you can hear me, but I am sorry. Ansem! My heart is telling me what I must do. Please allow me to do what it says. No! Riku! His heart's decided. We can't change that. I was wondering, who would dare interfere with my Kingdom Hearts? And look, here you all are. How convenient for me. Ansem the Wise. You look pathetic. Have your laugh. I deserve as much for failing to see you for the fool you are. Students do take after their teachers. Only a fool would be your apprentice. After all, none of this would have happened without you. You are the source of all Heartless. It was your research that inspired me to go further than you ever dared. I admit, my disregard brought chaos to more worlds than one. But what were you seeking? You erased me from the world, only to take my name and continue research better left forgotten. Is this the answer you've been looking for? All that and more. I'm carrying on what you yourself began, and I'm creating a brand new world, one heart at a time. I thought you'd praise me, but all you ever do is hold me back. I understand, though. Unlike me, you have a heart, and you're powerless to control it, consumed by the jealousy you feel toward the student who surpassed you. Xehanort, foolish apprentice of a foolish man. You have surpassed nothing, only proved how little we both know. We may profess to know the heart, but its essence is beyond our reach. We're both ignorant, as oblivious as when we began.
afraid that any world you try to create, any world of yours, would be an empire of ignorance. That is why you and your creation are destined to fall. We've said enough. Rico, you know what to do. King Mickey, my friend, forgive me. Farewell! Send him to the vortex! Entschuldigung. Müssen wir gegen deinen einen Affen jetzt nicht noch kämpfen oder so? Oh, irgendwas zerfällt und es regnet Herzen. Ui! Die Niemanden freuen sich. Ah, die Herzlosen kommen zurück. Ich glaube, die Welt, die niemals war, ist für einen Arsch. Da mag man mich jetzt auch vielleicht ein bisschen engstirnig nennen. Riku! Riku. Vor allem Riku sieht aus wie Riku. Wow! Wow. Riku! Ansem did say anything could happen. Riku, you gonna take that off? Oh. What was that? His eyes couldn't lie. Lie? And just who were you trying to fool? Huh? Huh? Myself. Riku, come on, man. Why did you try to do so much on your own? You've got friends, like us. Have you forgotten? I'll tell you why. Because I'm not a total sap like you. Say that again. Oh, toll, noch mehr Herzlose. What should we do, Riku? We must defeat Xemnas. He's the organization's last survivor. Right. Come on. Ich sage ja, ich glaube, wir bewegen uns. Oh, Ansem Bericht Nummer 11. Damit haben wir alle 12 fertig. Oh, wir haben Riku drin. Jetzt geht's ab, Alter. Abilities. Was hat denn der lustige Riku drin? Otto Limit Hyperheilung. Junge, jetzt geht's richtig ab. Items. Riku. Angriff 3. Ich bin schockiert. Erstmal auf jeden Fall das dunkle Kettchen. Wir nehmen das hier statt des dunklen Kettchens, weil das... Hä? Warte.
Abwehrkraft 2, nee, alles gut. So, dann, ich glaube, bei dir ist nur so angriffsmäßig was drin, ne? Komm, hier nehmen wir den. Kriegt er auch Angriff und Dings. Potions hatte er auch, was ich schon wieder urlustig finde. Ach Gott sei Dank, habe ich nochmal eingekauft. Wir rüsten uns einmal wieder komplett mit Potions aus, nur um sicher zu gehen. Und ich glaube, dann sieht das doch ganz gut aus. Sehr gut. Ah! Hilfe! Du Dreckiger! Hallo! Wir noch ein Level abkriegen. Leute. Boah, die K.O. ohne Scheiß, wir sind gerade voll auf die Nüsse. Willst du mich jetzt rollen hier oder was? Boah, Alter! Junge, jetzt allmählich reicht's aber, ne? Ist dir schon klar, ne? Dreckiger. Meine Fresse. Was ist denn los hier, Leute? Ernsthaft? Noch mehr von den Brüdern. Leute, jetzt wollt ihr das aber wissen, ey. Wie können wir denn auf der Treppe zum letzten Endgegner noch so viel stationieren? Das ist doch unmenschlich. Na gut, immerhin haben wir jetzt Zeit, dass sich die MP ein wenig erholt. Ja, nee, ist klar. Da kommen erstmal direkt wieder noch zwei. Ist klar. Wo ist der andere Bruder? Nicht da, okay. Ja, da ist der andere Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Dreckiger. Leute. Ist jetzt bald gut, Kinders. Okay, so. Wir machen noch einmal das hier. Dann warten wir jetzt eben kurz ab, bis die MP sich erholt hat, weil ich möchte nicht in einen Kampf mit leerer MP-Leiste rein. 51, Junge. Truhe, was haben wir denn Neues? Gute Frage. Ach hier, den Duktil-Kristall. Die müssten wir ja eigentlich auch farmen. Also ich weiß schon mal Bescheid, wenn wir hier zugange sind, dann wird das... Weißt du was, wir machen das jetzt anders. Warte mal hier. Truhe. Ether. Benutzen. So. Okay, ich mag nicht mehr, wie Ether funktioniert.
So, siehst du, da haben wir die wieder voll und können jetzt erstmal direkt wieder hier hoch. So, dann bin ich mal gespannt. Wir werden mal gucken, ob wir diese Folge überziehen müssen. Okay, das wird offensichtlich doch noch was Längeres werden. Ich bin mal gespannt, ob wir noch einen Speicherpunkt bekommen. Dann werde ich gleich doch noch mal schneiden. Also dann werde ich doch noch mal eine neue Folge beginnen, weil wenn wir schon die Zeit haben können, warum sollen wir es nicht machen? Ne? Erstmal die Truhe mitnehmen. Was haben wir gekriegt? Nitriltropfen. Wo kommst du eigentlich schon wieder her? Mal gucken, ob wir noch auf 52 steigen. Möglich ist das ja. Ist hier los? Achso. Bruder muss los. Jetzt ist... Hallo. Gut, dass ich alles sehe. Nämlich nicht. Wolltest du mich rollen hier oder was? Der war schön. So, was haben wir hier? Nochmal Bilitamin. So, dann laufen wir hiermit direkt mal weiter hier hin. Ach, wieder so einer. Hallo. Nicht ausrasten hier. Ach, noch einer von den Brüdern. Hallo. Jetzt ist... Hallo. Der und seine dämlichen Quadrate da, die er mir auf den Hals steckt. Jetzt, blöde Sau, stirb. Und noch einer von den Brüdern. Alter, leg mich doch. Leute, findet ihr nicht allmählich, dass es genug ist mit den Brüdern? Hallo, du kannst auch mal damit aufhören, mich durch die Gegend zu kicken, du Bratbanane. Jetzt, hallo. So, ist jetzt Ruhe hier im Karton. Meine Fresse, ey. Nehmt ihr denn alle Drogen, ihr Verrückten? So. Von hier kommen wir garantiert dahin, ne? Ja, siehst du. Hier einmal Orichalcum wieder für uns. Bevor wir jetzt irgendwas hier machen, was wir vielleicht bereuen, sage ich jetzt einfach mal... Moment, ich heile mal eben. Sage ich auch mal an dieser Stelle jetzt zu euch, see you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Kingdom Hearts 2. Dann vielleicht sogar zum großen Finale. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen, lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.